Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier bei Birks Gehöf, wie ihr sehen könnt, bei den Mustangs. Und zwar vor ein paar Wochen war ja das Black Friday-Angebot. Dort hatte ich mir einen Mustang gekauft. War allerdings krank zu dem Zeitpunkt und konnte deswegen nicht aufnehmen. Das hole ich jetzt hiermit nach und ja. Ich habe mir nämlich dieses gute Stückchen hier gekauft. Dieses super hübsche Tierchen mit den wunderschönen Streifen. Der Mustang ist von 2016, ist noch ein Generation 2 Pferd, was bedeutet, dass diese Generation des Pferdes nicht länger unterstützt wird. Es kann das neue Reizzubehör nicht tragen und es wird auch nicht weiter an dem Pferd, an diesem Pferd oder an Fehlerbehebung bezüglich seiner Generation gearbeitet. Genau. Heißt im Klartext, wenn irgendwas mit dem Pferd ist, Pech gehabt. So, genau. Der Mustang ist ein Generation 2 Pferd, kam 2016 das erste Mal rein, kostet 969 Starcoins. Gibt es in 11 Farben, 3 davon sind in der App. In der App sehen die Pferde zwar aus, als wären die von noch einem älteren Modell, allerdings haben die Pferde, die in der App zwar älter aussehen, im Spiel selber, wenn man die dann rüberzieht, das gleiche Modell wie diese Pferde, die man im Spiel direkt kaufen kann und sie unterscheidet sich tatsächlich nur in der Farbe. So, genau. Der Mustang ist das erste Pferd in der App mit mehr als einer Farbe, beziehungsweise war das erste Pferd in der App mit mehr als einer Farbe. Hat die meisten Bay-Varianten im kompletten Spiel. Außerdem hat es noch einen speziellen Move bzw. eine spezielle Animation und zwar buckelt es, wenn man im Stand die Leertaste drückt. Genau, ist ab Level 7 kaufbar, allerdings muss man natürlich einen Nebelfall freigeschaltet haben, sonst kommt man nicht an den Mustang ran. Kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Ja, genau, ich habe bereits die 3 Mustangs aus der App. Und habe jetzt diesen süßen hier noch. Was mich sehr freut, da ich den Mustang eigentlich ganz gerne mag. Auch wenn das Pferd schon älter ist. Aber hat natürlich sehr viele Farben. Also es ist quasi für jeden was dabei. Nee, wo ist der da? Genau. Der Mustang ist eine Pferderasse aus der Wildnis Amerikas. Der Name kommt vom spanischen Mesteno, was so viel wie Ausreißer oder Wilder heißt. Ein passender Name für eine Rasse, die ursprünglich domestiziert war und sich dann zu Wildpferden entwickelte. Da es keine festgelegten Zuchtstände für den Mustang gibt, kann das Aussehen von Pferd zu Pferd stark variieren. Einige der häufigsten Farben sind jedoch braun, kastanienbraun und rötlich-grau. Achso, noch eine kleine Info nebenbei. Und zwar den Spirit, den es damals gab. Ich weiß nicht genau, wann das war. Jedenfalls ein Spirit, den man sich damals erspielen konnte, beziehungsweise auch kaufen am Ende, aber man musste dafür einiges tun. Hat auch das Mustang-Modell der zweiten Generation. Nur so zur Info. Zählt quasi damit, ist aber tatsächlich nicht mehr erhältlich, der Spirit. Und den wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Trotzdem gehört er irgendwie noch dazu. Ja, dann gucken wir uns mal die Gangarten an. Inaktiv haben wir gesehen, guckt ein bisschen rum, kaut ein bisschen, schaut mal mit dem Huf. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Der schnelle Galopp. Und das Buckeln. Genau. Gucken wir uns jetzt noch die Mähne an. Das ist die Standardmähne, die ist so ein bisschen beidseitig. Dann haben wir hier die Zöpfchen. Das sind allerdings noch die alten Zöpfchen. Dann haben wir diese etwas längere Mähne. Würdest du den Kopf bitte nach oben machen, Süßer? Dankeschön. Genau. Dann haben wir diese etwas längere Mähne. Die ganz lange Mähne noch. Und die kurze Mähne, die übrigens auch beidseitig ist. Ich habe allerdings bei meinem Hengstchen, habe ich tatsächlich die Standardmähne gelassen. So. Und den Süßmund gucken wir uns jetzt auch an. Er heißt bei mir Thunderheart. Steht hier hinten. Wartet schon. Oh, ist eingepennt. Entschuldigung. Dürfen wir jetzt nicht wecken. Ah, ist aufgewacht. Okay, gut. Ja, genau.
mein süßer Thunderheart. Er hat bei mir. Achso, nee, stopp, Moment. Genau. Erstmal hier Handy rausholen. Ist ein Hengst bei mir, ist ein erwachsenes Pferd und ist übrigens mein 171. Pferd. Genau. Er hat bei mir das walnussbraune Western-Zaumzeug von Rex Stamper an, dazu den antiken Expertensattel und die Weingartendecke zusammen mit der Maiglöckchen-Satteltasche im Vintage-Design. Die es aus der Emma-Quest gab. Dazu das braune Kaninchen. Und diese Schleifen, die es in Golden Hills zu kaufen gibt. Achso. Ja, genau. Dann suche ich mir jetzt einen Ort für die Gangarten und dann sehen wir weiter. Viel Spaß! Das waren die Gangarten von meinem süßen kleinen Thunderheart. Ja, also der Mustang ist ein altes Pferd. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das sieht man auch in den Gangarten. Ja, definitiv. Aber ich finde den Mustang eigentlich ganz in Ordnung. Was ich nicht so in Ordnung finde, ist der Preis für den Mustang tatsächlich. 970 Starcoins finde ich tatsächlich für ein Pferd der zweiten Generation zu teuer. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass der auch noch eine Überarbeitung bekommt. Und der dann wahrscheinlich wieder günstiger wird. Ich muss gestehen, ich kaufe mir keinen Mustang, solange die nicht reduziert sind. Sie waren jetzt beim Black Friday-Angebot waren sie reduziert zu 50%. Deswegen habe ich mir auch direkt einen geschnappt. Aber solange die nicht dauerhaft reduziert sind, werde ich die Rasse wahrscheinlich nicht voll machen. Da ich einfach finde, ja, die Pferde sind auf jeden Fall toll. Ich mag die Pferde, sehr variabel in den Farben. Auch die Animationen sind in Ordnung. Ja, sie sind alt, aber sie sind trotzdem voll und ganz in Ordnung. Und mit dieser Farbe habe ich tatsächlich schon länger geliebäugelt. Allerdings finde ich 970 Starcoins für den jetzigen Stand für ein 6 Jahre altes Pferd einfach zu viel, einfach zu teuer. Ja. Das heißt nicht, dass die Pferde das nicht mehr wert sind. Sind es wert? Ich habe mir die 3 aus der App habe ich mir auch für die 970 Starcoins geholt. Allerdings, da Star Stable ja in der letzten Zeit vermehrt auf Remakes geht und vermehrt alte Pferde überarbeitet, denke ich, werde ich da auf jeden Fall abwarten, bis die Mustangs ein Remake bekommen, um mir dann die Rasse vollkommen, komplett zu kaufen. Einfach weil ich es nicht einsehe, für so ein altes Pferd noch die 970 Starcoins zu bezahlen. Sie sind es wert, aber ich möchte das einfach gerade nicht. Und die anderen Farben sind jetzt zwar auch schön, haben mich aber nicht so überzeugt, dass ich sage, okay, den muss ich jetzt unbedingt in der nächsten Zeit kaufen. Da warte ich dann lieber schon ab. Farblich finde ich den hier aber mega. Ich weiß, dass diese Farbvariante, diese Streifen, das nennt man, glaube ich, Prindle, wenn ich mich nicht irre. Oder Prindle, ich weiß es nicht, ich habe es nicht so mit der Aussprache.
Auf jeden Fall weiß ich, dass diese Farbe tatsächlich nicht so viel Anklang findet, beziehungsweise diese Streifen. Ich persönlich finde die aber mega. Ich bin richtiger Fan davon, einfach weil es nicht es etwas ist, was du nicht so offen siehst. Und wer meine Pferdekaufvideos öfter verfolgt, der weiß, ich stehe auf Pferde mit Mustern, mit schönen Blässen, mit außergewöhnlichen Mustern natürlich auch. Und da fällt dieses Pferdchen natürlich absolut rein. Ja, also von mir gibt es eine Kaufempfehlung für den Mustang. Die Farben sind voll und ganz to sind toll. Die Animation, gerade das Buckeln, finde ich mega. Ich würde euch aber einfach raten, wartet, bis die Pferde überarbeitet sind, bevor ihr euch dann wirklich die von der zweiten Generation holen wollt. Natürlich, ihr könnt die auch für den großen Preis quasi kaufen. Ach, für den großen Preis. Ja, klar, den großen und den kleinen Preis. Für den teureren Preis von 970 Starcoins könnt ihr die euch natürlich auch kaufen. Die Pferde sind es wert, nur man sollte halt bedenken, die Pferde sind alt. Sie sind jetzt 6 Jahre alt. Also ich nehme das gerade noch 2022 auf. Ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, keine Ahnung. Die Pferde sind alt. Die Pferde sind natürlich auch nicht auf dem neuesten Stand. Können das neue Zeug nicht tragen, was mir persönlich ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, weil ich im Mustang unbedingt einen Westernsattel aufsetzen wollte. Allerdings habe ich gerade so viele Pferde im Stall stehen, dass es mein ganzes altes Westernzeug ein bisschen weg ist. Ja, das darf man halt nicht vergessen. Aber ich mag den Mustang sehr. Es sind alte Animationen, das ist klar. Deswegen, da werde ich jetzt auch nicht weiter drüber reden. Ihr habt die ja gesehen, ihr könnt euch selber eine Meinung bilden. Nur ich würde euch einfach raten, wartet, bis die Pferde überarbeitet werden. Wenn ihr euch wirklich noch welche aus der zweiten Generation holen wollt, dann wartet, bis sie überarbeitet werden. Das dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Keine Ahnung, wann das soweit ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Star Stable sich so langsam mal daran macht, auch solche Pferde wie zum Beispiel den Mustang langsam zu überarbeiten. Ja, das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!